Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen hier am Sonntag wieder. Es ist Giveaway-Time, hätte ich glatt vergessen vor lauter Funkerei. Ja, ihr habt es mitgekriegt, ich habe ein neues Hobby angefangen. Klar, uns wird es in jedem Video hier langweilig. Gut, Giveaway letzte Woche hatten wir am Start. Gibt eine schöne Pitbull-Münze und ein Messermagazin. Wer das heute mit nach Hause nehmen darf, das schauen wir uns jetzt mal schnell auf dem Monitor an. Also holt euch was zu trinken und kommt mit rüber. Wir haben 385 Aufrufe und 44 Kommentare, wobei der letzte von mir war, wo ich das Giveaway dicht gemacht habe. So, dann schauen wir mal in unseren guten Random Comment Picker. Jawohl, er hat 43 gültige Kommentare, weil wahrscheinlich irgendwo eine Antwort war. Und das dieswöchige Giveaway geht an. Bam. Tristan Bauhus. Sehr gerne mit dabei. Okay, sehr gerne mit dabei. Tristan Bauhus, herzlichen Glückwunsch. Melde dich bitte bei mir wegen der Postanschrift. Und das war kurz und schnapslos. Tristan Bauhus. Geh bitte in meine Kanalbeschreibung am Computer. Da gibt es meine E-Mail-Adresse unter dem Knopf E-Mail-Adresse. So, Support diese Woche wieder durch Tools for Chance, ist klar, ne? Mit dem neuen, ich bin noch nicht einmal dazu gekommen, das Ding überhaupt durchzublättern. Ich blätter das jetzt zum ersten Mal schnell mit euch durch. Home Defense, Umarex T4E HDX 68. Cool. Nieto hat neues Bobby rausgebracht. 277 Euro für Nieto bei Herberts. Das ist aber auch ein stolzer Preis. G10 N96. Da soll noch einmal meckern, dass manche Sachen zu teuer sind. Okay. Hey, das ist gar nicht so übel, das Heft. Tracer-Uhren, Armbrüste, hier Rettungsstaffeln. Bundesverband Rettungshunde, auch cool. Walter Messer, hier, habe ich schon vor Jahren vorgestellt, hier Pfefferpistolen. Kein schlechtes Magazin, würde ich mal sagen. Wie das ganze Zeug, alles aus dem Hause, wie Landverlag, kann man alles lesen. Wer es noch nicht hat, haut euch mal ein Abo rein. Taschenlampen, okay. Oh, das scheint ja mal eine. Oh, Stirnlampen kann man immer gut gebrauchen. Das scheint ja mal eine richtig geile Ausgabe zu sein, Freunde. Oh, Rezepte aus dem Krieg. Cool, was für die Outdoor-Küche. Das nächste Mal geht es weiter mit Benzinkocher, pandemietaugliche Survival-Handys und Ausbildung Krisenmanagement. Ja, das wird immer wichtiger. BKK. Ja, Freunde, 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 Freunde. Ein bisschen Vorbereitung hat noch keinem geschadet, ja. In der nächsten Ausgabe. Oh, da geht es sogar um Fliegeruhren. Fliegeruhren B. Schussbereit. Parkas und Militärmesser. Also behaltet mal das Tactical Gear im Auge. Und das hauen wir heute raus. Zusätzlich dazu ebenfalls eins dieser krassen Max Ace T-Shirts. Die sind groß genug, die sind Triple XL. Aber Triple XL chinesisch ist bei uns, glaube ich, ein normales XL. Ich glaube, wir können zwei Xen abziehen. Also normale Körperstatur, ich sag mal so 80 bis 90 Kilo Kampfgewicht. T-Shirt und Tactical Gear. Also wer hier Bock hat, wie immer, schreibt einen Kommentar. Dann seid ihr das nächste Mal mit dabei. Und wer diese Giveaways supporten will, darf gerne mal vorbeischauen auf logistik.dennishauser.de. Dann geht das hier auch ewig so weiter. Okay, Freunde, das war's. Haben wir was vergessen? Altes Zeug raus, neues Zeug vorgestellt. Nö, da würde ich sagen, mache ich mich wieder ans Video schneiden, damit das hier nie aufhört, und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Im Südwesten sind schwerste Gewitter gemeldet. Behaltet mal ein bisschen den Himmel im Auge und installiert euch eine App, zum Beispiel die Warn. Die Wetterwarn, die Warnwetter, wie heißt sie? Warnwetter. Kann ich mir nie merken. Warnwetter, ja genau. Warnwetter vom Deutschen Wetterdienst. Da geht es jetzt rund beim BFG und beim Ritchie unten.
da macht's wohl schon ganz gut. Okay, Freunde, das war's. Bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei mir auf dem Kanal, wenn es wieder neues Giveaway gibt. Ciao.